Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe der neuen Rubrik 5 Fragen an mit der wunderbaren Rebecca Ruetz. Schön, dass du Zeit hast, Rebecca. Der Herbst steht vor der Tür. Was ist denn so das absolute It-Piece und Lieblingsstück für den Herbst? Also es gibt natürlich wieder ganz viele tolle Trends, was den Herbst betrifft. Und eines unserer It-Pieces ist sicher ein ganz cooles Slogan-Shirt. Entweder mit einem ganz großen, ganz offensichtlichen Print oder was ganz Zartes, Understatement-mäßiges. Und damit ist man für den Herbst absolut schon richtig angezogen. Wenn es ein Must-Have der Saison gibt, dann muss es natürlich auch ein No-Go geben. Was ist das in dem Fall? Also wir haben jetzt gar nicht so ein absolutes No-Go, wo ich sage, das geht gar nicht. Aber was ich immer wieder gern betone, ist, ich finde es sehr schade, wenn Menschen ihren eigenen Stil nicht kennen. Also für mich ist ein No-Go immer ein Stilbruch mit seinem eigenen Charakter. Das heißt, herausfinden, was steht mir, egal ob es Trend ist oder nicht, und das dann mit Überzeugung tragen, dann ist man immer mit dabei und hat nie ein No-Go erwischt quasi. Das ist jedenfalls immer ein guter Tipp, sich treu zu bleiben. Rebecca, du bist viel unterwegs, Catwalks, Modenschauen. Wie kann man sich das mit deiner Mode so vorstellen? Ja, das ist immer mein großes Herzstück. Also wir haben einfach zweimal im Jahr kommt die neue Kollektion raus, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und das ist dann immer der Auftakt, das ist immer eine große Show in Berlin. Und da arbeiten wir dann auch lange Zeit drauf hin. Quasi wir tüfteln an unseren Kollektionen, es wird genäht, geändert, bis der finale Entwurf da ist. Und dann kommt quasi der große Tag, an dem wir unsere Sachen zum allerersten Mal der Presse, unseren Händlern und unseren Fans einfach präsentieren. Und genau, das findet dann immer mit ganz viel Brimborium statt quasi. Genau, du bist so viel unterwegs und dennoch immer wieder hier im Laden, im ersten Obergeschoss vom Kaufhaus Tirol. Warum musst du das oder ist dir ein Anliegen? Also ich habe eine totale Leidenschaft für den Laden, muss ich ehrlich gestehen. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit den Endkunden. Mich interessiert einfach, wie geht es ihnen, was haben sie zu sagen, was haben sie für Wünsche, um auch in Zukunft darauf eingehen zu können. Und es ist für mich einfach, also der Shop ist für mich einfach das Rohr zu meinen Kunden oder das Sprachrohr, so sagt man eigentlich richtig. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich Zeit finde, zwischen meinen anderen Projekten, zwischen den vielen Reisen einfach dort zu sein und in Ruhe einfach den Verkauf zu genießen. Wie von 5 Fragen haben wir jetzt schon erledigt. Die 5. Dein Lieblingsshop neben deinem eigenen Reich natürlich hier im Kaufhaus Tirol ist welcher? Mein Lieblingsshop im Kaufhaus Tirol? Ich glaube, es gibt viele tolle Shops. Ich persönlich, privat, gehe sehr gerne in den Kurs auch einkaufen, weil ich einfach finde, es sind wahnsinnig tolle Schnitte, gute Qualitäten, gut verarbeitet und die haben immer diesen besonderen Tick. Also würde ich euch raten, da weiter zu stören. Das machen wir. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für euren Besuch und ich wünsche euch noch viel Spaß heute beim Weitershoppen.